Theater TV auf ITV Coburg, ein Service der Sückter Chor GmbH. Die richtige Balance finden zwischen Nähe und Distanz. In diesen Zeiten wichtiger denn je. Körperliche Nähe, Berührungen und Umarmungen fehlen, Einsamkeit ist die Folge. Social Distancing, ein dreiteiliger Ballettabend, nähert sich tänzerisch der aktuellen Situation. Es geht um diese Zeit jetzt, also es dreht sich alles um diese Zeit jetzt, diese Corona-Zeit. Das könnte man auch Corona-Ballett nennen. Nein, Wiebke Kundersma macht ein Stück über Atem, was sehr wichtig ist zu dieser Zeit. Und da, wo das Atem stockt, darum geht es eigentlich, was uns außer Atem bringt oder wo das Atem stockt oder die Momente, auch die schönen Momente, wo wir außer Atem sind. Ja, das ist das eine Stück. Das andere, Kontakt von Tara, da geht es um menschlichen Kontakt oder eben keinen Kontakt. Das kann man sehr gut mit Tänzern zeigen, denke ich. Und das dritte, von Roland Pfister komponiert, es ist ein Quartett. Anfangs ist es so gedacht, dass das Quartett an den vier Ecken der Bühne sitzt und dass verschiedene Tänzer die Instrumente sind. Die Choreografen beleuchten die Frage von Nähe und Distanz aus unterschiedlichen Perspektiven und entwickeln originelle Antworten darauf. Sie zeigen mit klassischen und modernen Tanzelementen, wie sich Menschen trotz der Abstandsregeln begegnen können. Filigrane und dramatische Klänge unterstreichen den Tanz. Social Distancing ist ein eindrucksvoller und berührender Ballettabend, der im Großen Haus noch vor dem Kultur-Lockdown zur Aufführung gekommen ist. Jetzt sind die Türen für das Publikum wieder geschlossen.